Ah, ihr müsst uns glauben. Isarun hat uns auch nicht geglaubt. Und Hauptsache, ihr habt Aber dann im Geld natürlich keinen glauben wir Boran euch. gekauft. Los, zeigt doch mal, was habt ihr denn da Schönes? Ja, dann laufen die beiden in Richtung ja, Ecke des Studierzimmers. Muss gerade gucken. Laufen da irgendwie so hin und breiten dann in der Ecke das Tischtuch aus und holen da ganz viele Holzfiguren raus. Ein Ritter, ein Geweihter, ein Krieger, ein Magier und ganz viele geschnitzte Figuren. Die ganzen Amulette von irgendwelchen Göttern sind wohl weg. Und dafür gibt es in dem Beutel noch ein paar ja, Silberstücke, Heller, ein paar Münzchen. Dann fangen sie erstmal ein bisschen an zu spielen. Ritterturnier. Habe ich euch schon erzählt, wie ich damals in Isilia auf dem Turnier. Haben wir nicht Besseres zu tun, als Kinder beim Spielen zuzugucken? Ich muss gestehen, ich bin eigentlich hier, um mich ein wenig auszuruhen, aber mir. Das ist Immer eigentlich ist das Aber wir wahr? manchmal müsst ihr einfach die kleinen Freuden des Lebens genießen. Ist was wahr? Ja, was die Kinder gesagt haben, also. Ihr habt Ich habe nicht ihnen genau so den zugehört. ganzen. Was haben die denn gesagt? Ja, Überflutet dich dass an. ihr die ganzen Sachen für sie gekauft habt. Möglicherweise habe ich dem Händler ein Goldstück gegeben mit den Worten, gebt den Kindern, was sie wollen, und er hat ihnen dann die ganzen Holzdinger gegeben. Das ist sehr Das war großzügig ein immer. gutes Werk von euch. Ja, und er greift mal in seine Tasche und holt einen kleinen geschnitzten Holzfuchskopf heraus. Und das ist meins. Kein Wunder, dass du kein Geld in der Verstehen. Arena hattest, wenn du dein Geld einfach so verschenkst. Ach, immer. Die Kleine meinte, dass sie momentan das. Ich glaube, dass ihr gut tut, wenn sie sich versucht abzulenken, anstatt an die Dinge zu denken, an die sie nicht gehen soll. Also haben sie den ganzen Tag Holzfigürchen verkauft. Und es ist sicherlich eine sehr rechtschaffener Nutzen ihrer Zeit, nicht wahr? Ich finde Ja, das das ist auf jeden, hervorragend. das ist auf jeden Fall fix gefährlich, sich dem Handel anzuschließen und ja, den Finger von Boron weinen zu lassen. Ich weiß noch nicht, ob sie es schafft, aber ich wollte das einfach mal unterstützen und ich wollte wissen, ob die Kleine wirklich es schafft, ja, was auch immer sie sich vornimmt. Nur zucken wir mit den Schultern. Ich dachte mir, der Herr Fex lächelt auf die herab, die es versuchen. Das ist wahr. Und ich habe den Kindern mehr Gutes getan heute als wir beide zusammen. Sie schauen zu euch auf. Der eine hat sich für einen Ritter und der andere für eine Magierfigur entschieden. Also, ihr scheint da schon einen gewissen wichtigen Stellenwert einzunehmen. Sind ja auch Verschätzt das nicht. gute kleine Tobria, so gehört sich das. Was? Und es gibt keine Fechtmeisterfigur. Also wirklich, wie vernachlässigend. Nein, Fechtmeister haben sie gar nicht gewählt. Also, waren so viele Fechtmeisterfiguren, aber keiner davon wurde unbedingt. Immer grinst. Fechtmeisterfiguren sind hoch im Kurs, halt. Ardersin und seinen Kumpanen. Wer ist hier in der Stadt? Ja, ich glaube, ich muss mich am nächsten Turniertag ein wenig mehr anstrengen. Ich muss ja einen guten Eindruck hinterlassen. Der Sieg gegen den Ritter alleine hat anscheinend nicht genug, war nicht gewinnträchtig genug. Prestigetechnik. Okay. Wie auch immer das heißt. Nun, dann werde ich vielleicht noch ein paar weitere Ritter aus dem Turnier werfen müssen. Macht euch darum keine Gedanken, es wird noch genug geben, die ihr rausschmeißen könnt. Könnten wir jetzt von wichtigen Sachen sprechen? Wovon möchtet ihr sprechen? Reden wir mal über Festivität. unsere Feier. Wir müssen Ohio überzeugen, bei unserer Feier beizuwohnen. Sonst. Warum? Ich habe so ein Gefühl, dass sich das schon geben wird. Warum brauchen wir Rohaya unbedingt? Wollt ihr unbedingt diesen Typen vom großen Fluss haben als Schirmherrn? Und das sind zwei sehr wichtige Persönlichkeiten, vor allem zwei sehr reiche. Zudem. Wir brauchen Zugpersonen, Namen, die anderen Personen anziehen. Das heißt also, diese Namen stehen dann auf den Einladungen drauf oder woher wissen die das? Namen, die Einladungen sind namentlich versehen, genau. Und wir wollen auch mit diesem Namen werben bei anderen einzuladenden Gästen. Achso, ich schreibe dann auch die Einladung drauf. Unter anderem kommt dann hier, wer ist die Königin Rohaya? Wir werden vermutlich draufschreiben, dass es unter Schirmherrschaft der ihrer königlichen Hoheit Majestät stattfinden wird. Okay.
Ja, was meint ihr jetzt mit, das wird sich geben? Kennt ihr die? Oder warum soll die kommen? Nein, sie war heute überraschenderweise nicht anwesend. Aber dafür war die weiße Ritterin da, immer grinst. Und es war ein weißer Ritter vor Ort, der überraschend wenig gesprächig war. Welchen Grund könnte man wohl haben, wenn man schon in dem Helm steckt, wo man die Stimme sowieso kaum erkennt, dann auch trotzdem nicht zu sprechen? Ich will ja nichts sagen, aber der schwarze Typ, den wir da gerade bei der Inquisition abgegeben haben, der hat auch keine Zunge. Ja, wie viele Ritter kennt ihr, die keine Zunge haben? In Tobrien? Bestimmt eine ganze Menge. Zu wenige. Ja, also, dafür glaube ich zu wenig Ritter, habe ich das Gefühl. Ja, sprecht ihr ein wahres Wort immer. Ja. Heute Abend könnten wir doch irgendwie gucken, dass wir diese, wenn wir uns auf diese Gästeliste einigen, sozusagen die Leute schon mal für uns gewinnen. Wie gewinnt man denn Rohaya? Und wir müssen an ihre Ehre appellieren, an ihr Mitgefühl für ihre tobischen Landsleute. Die ist Tobrierin? Nein, sie ist nicht Tobrien, aber Tobrien gehört immer noch zum Mittelreich. Ja, es sind immer noch ihre Untertanen. Oder werden es einmal sein, wenn sie das Reich regiert. Ich denke, es gibt vieles, wofür wir werben können. Zudem müssen wir uns in notwendiger Kleidung versorgen. Wir können nicht auf diesen Ballerschein in dieser, ich zeig auf mich mal runter, in dieser Aufmachung. Ihr habt recht. Meine Kleidung hat heute wieder auch ordentlich gelitten. Kennt ihr einen Schneider? Ja, ich. Kennt ihr einen Schneider, der vielleicht Dinge auf Lager hat, die nur noch angepasst werden müssen? Ich glaube nicht, dass du innerhalb von 2-3 Tagen ganze Gewänder machen kannst, oder? Na, ich werde zumindest mein Gewand machen. Nun werde ich mal fragen, wo findet das überhaupt statt? Natürlich in der Reichsresidenz. Karinor, ihr solltet euch darum kümmern. Ja, unsere Feier. Ich meine, wir können ja nicht planen, wenn wir gar nicht wissen, wo das stattfindet. Natürlich. Was schwebt uns vor? Nun, was wollen wir tun? Welche Programmpunkte schlagt ihr vor? Auf jeden Fall brauchen wir wohl was zu essen. Oder zumindest zu trinken. Wie sieht es denn aus mit einem Theaterstück? Und wir brauchen Exklusivität. Exklo oder Exklo? Exklusivität? Ja, genau das Wort. Und irgendwas mit guter Sicherheit, sonst kommen die doch nicht. Am besten irgendwas Prestigeträchtiges. Eine alte Einrichtung in Gareth. Irgendwas, wo Kaiser und ähnliche öfter mal hingehen. Die alte Theater wäre gut. Theater. Theater kann man sich schlecht untereinander mischen, da sitzen ja alle. Die Heldenbühne? Die Thermen? Thermen? Die sind außerhalb der Stadt, oder? Nein, die sind innerhalb der Stadt, meines Wissens nach. Warte, von welchen Thermen sprechen wir? Ich rede hier von den Kaiserthermen, den Brado- und Kitscheller-Thermen. Das ist nicht das gleiche. Ach, echt? Ich bin mir ziemlich sicher, die Brado- und Kitscheller-Thermen sind vor der Stadt. Tempelhöhe. Ah, dann meine ich die nicht. Nein, die sind in der Weststadt. Die Bade- und Cellathermen, sie sollten ausreichend sein, von der Größe her. Es gibt einen großen Park darum herum, soweit ich weiß. Und ja, man kann zur Not, wenn das Wetter schlechter wird, in den Thermen selber noch dinieren. Das Fest ausrichten. Und die kann man einfach so anbieten? Mit dem richtigen Kleingeld. Und den richtigen Ruf. Und den richtigen Personen. Aber eine Therme ist doch jetzt ein... Also, bei uns war das ein öffentliches Badehaus. Das ist hier doch auch so, oder nicht? Nun, so nicht alle Badehäuser sind öffentlich. Ja, aber, wollt ihr dann, dass die sich alle ausziehen und da baden? Es gibt nicht nur Baderäume in den Thermen. Die sind reichlich groß und ausgiebig gestattet. Ich glaube, die Bade- und Cellerthermen haben sogar eine Bibliothek, oder? Richtig. Ich meine, mal etwas gehört zu haben von... Ihr wisst schon, dem Geweihten. Dort ist für alle Festivitäten Platz und für alle möglichen von, ja, sagen wir, Aktivitäten. Und ihr sagtet, die haben einen Park, ja. Was haltet ihr von einer Pferdedressurvorführung? Eine Vorlady Chiaras? Habt ihr denn mehr als ein Pferd? Denn ich fürchte, gute turbische Schlachtdressur wird hier nicht so gut aufgenommen. Ich schätze, Chiaras mit seiner Beziehung zur Reiherküche könnte uns dort hilfreich sein. Das hoffe ich doch. Ich denke schon. Vielleicht nochmal bei der kaiserlichen Reiterei vorbeischauen. Eventuell auch die Teilnehmer des Pferderennens ansprechen.
Wir könnten ja versuchen, ein Pferd in Roskoppel zu kaufen. Nein, bitte nicht. Ich habe schon ein Pferd. Das reicht mir. Wie geht es dem eigentlich? Kommt die Hand voran? Hervorragend, hervorragend. Für sein Alter hält er sich hervorragend. Habt ihr ein Pferd gekauft, Abelmir? Ich dachte, ihr braucht einen zum Reiten. Sagen wir einfach mal, Abelmir hat mal wieder nicht gelesen, bevor er unterschrieben hat. Nun ja, ihr wart nicht dabei, um mir zu helfen. Und, ich dachte, ihr könntet das. Ich wäre gerne mitgegangen. Sicherlich Kiaras auch, aber ich dachte, ihr wärt fähig genug, ein Pferd zu erkennen, das nicht lahmt. Eines Tages lernt er es vielleicht. Woran erkennt man das? Indem man hinten guckt, wenn es geht, und schaut, ob es lahmt. Ja, das macht natürlich Sinn. Das klingt vernünftig, das muss ich auch zugeben. Es lahmte nicht, als es bewegt wurde. Es lahmt aber, als es da rausging, also habt ihr irgendwas falsch gemacht. Tja. Ich denke, dass es halb blind ist, sollte offensichtlicher sein. Nun, ich war auch halb blind und das hat immer wohl lange Zeit nicht gemerkt. Ja, das stimmt. Ihr habt ja meine Augenklappe getragen, ich hatte es zum Spaß. So ein Modeding. Wie auch immer. Ach, Schiffen durchaus angebracht, eine Augenklappe zu tragen. Ich denke, ich kann für das Dini sorgen. Das Seelander wird uns für einen gewissen Beitrag die Speisen liefern. Und ich denke, ich könnte auch noch ein oder zwei Inselisten vom Haus Seelander anwerben. Ihr habt ja jetzt Kontakte zu euren neuen Kollegen. Sollen Raffi und ich da vielleicht als Schutzsöldner rumlaufen? Und wir werden mehr als euch zwei brauchen, aber ja. Ich habe einige Haus- und Hofdiener aus Piranefurten mitgebracht. Die eignen sich zwar vermutlich nicht für kaiserliche Gesellschaft, aber vielleicht ist es ganz gut, wenn wir ihnen zeigen, dass die Tobrier auch hart am Arbeiten sind. Man braucht immer die Normen, die Wagen zu öffnen oder wegzufahren. Für niedrige Tätigkeiten werden die schon reichen. Wenn ihr Hausdiener habt, wieso putzen wir hier dann? Ich habe keine Hausdiener. Jana. Aber Jalan hat doch welche. Ja, es sind auch nicht meine Hausdiener. Und es wäre doch stark unter deren Würde, wenn ich hinkäme und sage, ihr müsst mal putzen, weil ich das Sofa vollgeblutet habe. Für sowas hat man Knappen. Wo sind... Ach, diese Knappen, die ihr jetzt gerade mit eurem Spielzeug spielen lasst. Und sie lernen noch, lasst es ihnen, wir haben sie gerade erst aus dem Boronwein herausgefischt. Ja, Kiara sitzt daneben auf der Tischdecke und die ganzen Spielsachen sind da ausgebreitet. Ich würde vorschlagen, ich lasse diese Sachen reinigen und euch auf die Rechnung setzen. Wärt ihr einverstanden, Jana? Ja, ich hätte schon fast allen vorne gesagt. Ja, tut, was ihr nicht lassen könnt. Gut. Wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, beim Fest. Die Sicherheit. Rafim, sagt ihr nicht etwas, dass ihr seht? Also 50 Mann kann ich organisieren. Und eine Chorgeweihte. Das müsste reichen, oder? Ich denke, alleine eine Chorgeweihte würde schon reichen. Aber die ist natürlich auch teuer. Naja, je nachdem, was wir einladen. Wie hoch sind diese Leute gestellt? Wie kann ich mir das vorstellen? Sind das Granten? Sind das wichtige Granten? Was sind das für Leute? Keras, glaube ich nochmal auf Granten. Sind bei euch diese... Es sind sehr wichtige Granten. Oh, ja, mit 50 Mann kommen wir nicht hin. Ich würde sagen, wir stellen... Ja, so 50 Mann als schnelle Eingreiftruppe und dann nochmal so 30 Mann als Wachen. Ich muss auch stark wetten. Ich denke, wenn wir allein schon mal dann in Bonner sind, in der Weststadt auflaufen, wird es für genug Trubel sorgen. Mehr wären wirklich gesellschaftlich nicht akzeptabel. Wir müssen doch für die Sicherheit sorgen, wenn es wichtige Granten sind. Ich meine, wir können es das doch nicht... Es ist die Weststadt, sie ist... Man müsste sich vorstellen, Zornbrecht und Honak kommen persönlich. Wer und wer? Naja, nicht so viel. Wir brauchen bessere Leute vor allen Dingen. Wo finde ich denn solche Leute? Also die meisten bringen auch ihre eigenen Leibwachen mit. Zudem. Oha, ja, hat sicherlich ihre Panthergarde dabei. Hoffentlich nicht die ganze, sonst wird der Platz ein bisschen eng. Aber wir müssen doch als Gastgeber die besten Leibwächter stellen, oder nicht? Er hat nicht Unrecht. Wir sollten zumindest ein wenig Präsenz zeigen können. Also wenn die sich da auf einmal alle selber verteidigen müssen, dann lachen die über uns. Das ist wirklich... Andererseits wollen wir auch nicht aussehen, als wären wir auf einem anfanischen, was weiß ich, Huchenfest oder so. Rafim, seid ihr die einzige Basaltfaust in der Stadt? Laut meines Wissens, ja. Zu schade. Wir sind ja auch nicht so viele.
Vielleicht kennt die Chorgeweihte noch. Vielleicht können wir noch mehr Chorgeweihte bekommen. Die sind immer gut. Die sehen aber meistens auch reichlich zwielichtig aus. Nichts für ungut. Ja gut, aber dafür kämpfen sie wenigstens vernünftig. Wir wollen nicht Kampfkraft haben. Wir wollen Kampfkraft vermitteln. Wir brauchen Leute mit guten, gepflegten und vor allem geraden Uniformen. Wenn wir eine Pferdeschau machen wollen, vielleicht können wir dann uns direkt an die Institut der Reiterei wenden und die Reiter und ihre Pferde organisieren. Wenn überhaupt, müssen wir die Pferde doch wohl selbst vorführen. Vielleicht, ja, die Dukatengarde bekommen wir so schnell hier nicht hin. Die was jetzt? Ah, nein, Entschuldigung. Habt ihr denn keine Leibwachen hier? Was machen eure Tempel denn? Kann man denn nicht sowas sich besorgen? Naja, also die Tempelgardisten bewachen die Tempel. Die werden da nicht einfach irgendwelche anderen Arbeiten annehmen. Wir könnten schauen, ob wir ein ordentlich aussehender Söldnerbauer an die Hand kriegen. Aber woher nehmen, wenn ich stehe? Ist die Goldene Lanze in der Stadt? Habe ich nichts von gehört, aber habe ich mich auch nicht danach umgehört. Die sollen doch gar sehr teuer sein. Dafür einen Tag geht das schon. Die Goldene Lanze lässt sich doch nur als gesamtes Banner anrollen, habe ich mir mal sagen lassen in den Straßen, aber ich bin mir nicht sicher, ob das stimmt. Vor allen Dingen sind das doch alles Berittene, oder nicht? Umso besser für die Pferdeschau. Ja, aber wisst ihr, was ein berittener Ritter kostet mit seinen 2 oder 3 Knappen? Wollt ihr die gesamten Wechsel nur in die Sicherheit investieren? Wir brauchten am besten irgendwelche gut aussehende Söldner. Wo wollt ihr denn gut aussehende Söldner auftreiben? Also wir müssen uns tatsächlich teilweise darauf verlassen, dass ihr seine eigenen Leibwächter mitbringt. Natürlich, das ist Gareth, die sicherste Stadt des ganzen Reiches. Wir erwarten nun einmal noch keine Attentate. Ich wurde gestern nicht hier überfallen, was ist denn hier sicher? Nun, die sicherste Stadt des Reiches, ich glaube, das ist keine Aussage, die mir gefällt, wenn ich an den Rest des Reiches denke. Also ich werde auf jeden Fall mal die organisieren. Wenn ihr wollt, können wir denen ja neue Kleidung geben, dann sehen die halt vernünftiger aus. Ist halt teuer. Und was heißt hier, wir rechnen nicht mit Verrat und Intrigen und Attentaten, das ist doch Standard. Vielleicht können wir auf der Kaserne ein paar Wappenröcke ausborgen. Jedes Fest ist langweilig, in dem nicht mindestens 3 Attentate versucht werden. Carina, ach, was für ein Land kommt ihr? Macht mir keine schlaflosen Nächte. Das Letzte, was wir brauchen können, ist die Schlagzeile im Boten. Der Drachentöter Gala wird, keine Ahnung, der Graf ermordet. Wie sieht es mit dem guten, gepflegten Brauch aus, dass jeder vorher seine Spione losschickt, um herauszufinden, welches Gift verwendet wird, um das passende Gegengift vorzubereiten? Was? Wo ist das denn Brauch? Das ist sehr vernünftig, sonst habt ihr doch nicht das Richtige dabei. Das Essen wird nicht aus Vorsatz schon vergiftet. Aber mir streicht doch vielleicht den guten Rondregan von der Gästeliste. Also, mit einem Attentat sollten wir schon rechnen. Wir haben doch viele Gäste. Ja, in 12 Göttern. Wie stellt ihr euch eine Gala vor? Wart ihr schon mal von einer Gala? Na, dort werden doch keine Attentate verübt. Nicht? Wir sind hier im Mittelreich. Jede Seite bringt Wachen mit und wenn jede Seite genug Wachen dabei hat, dann kommt es nicht zu einem, sagen wir mal, unvorhergesehenen Vorfall. Aber wenn man schlecht aufgestellt ist und man trifft den Falschen. Nun ja, 50 Söldner müssen noch völlig reichen, das Gelände zu bewachen. So riesig ja, ist es. Das ist immer besonders, wenn die Söldner sich dann den Attentätern stellen. Also wir müssten sie dann aber auf jeden Fall recht gut bezahlen. Nun ja, für einen Tag soll das möglich sein. Das stimmt natürlich. Wir wollen sie ja nicht dauerhaft in Bezahlung nehmen. Aber wie machen... Also ich kann den Männern sagen, dass sie sich sauber machen sollen, rasieren sollen, sich fertig machen sollen. Und dann... Und such die Leute mit den besseren Manieren aus. Die anderen könnt ihr gleich da lassen. Aber dann kriege ich keine 50 zusammen. Dann nimm halt 30. Okay. Ja.
Ich versuche mein Bestes. Vielleicht kann... Die Gemeinen prügeln sich auch gerade wieder in der örtlichen Arena. Vielleicht finde ich da auch noch ein paar Söldner. Obwohl, die werden alle nicht vernünftig aussehen. Das hilft uns nicht. Aber was machen wir denn dann? Ich denke, eure Söldner werden fürs Erste ausreichen. Wir werden sehen, wer zustimmt, wer Wachen mitbringt. Wenn die kaiserliche Hoheit anwesend ist, wird sie wahrscheinlich ihre gesamte Garde mitnehmen. Der Prinz. Vielleicht hat eure Bekannte, die Kurgeweihte, noch Vorschläge. Wir haben doch diesen Selimbian Hal gerettet. Der ist doch auch irgendwie wichtig. Hat der denn keine Garde oder sowas? Hat er doch bestimmt. Der schuldet uns doch noch einen Gefallen. Ich denke, es wäre unweise, ihn darauf hinzuweisen. Jedes Mitglied der kaiserlichen Familie hat eine Garde für sich. Karinor, könnt ihr nicht... Wie wäre es mit der Stadtgarde persönlich? Vielleicht wollen sie ja präsentieren, dass sie durchaus bereit sind und fähig sind, diese Stadt zu verteidigen. Habt ihr die Stadtgarde schon mal gesehen? Deswegen ja. Vielleicht deswegen, ist das für die Gelegenheit, ihr Ansehen zu verbessern. Könntet ihr nicht vielleicht einen den anderen Gefallen bei eurer Landsfrau einfordern? Wir haben immerhin ihren Sohn zurückgebracht. Enkel. Landsfrau? Ihr wisst, welche ich meine. Alara Palikan. Ist schön jung geblieben, muss ich ja zugeben. Ich habe gehört, das geht mit Magie vor sich. Ich traue Ach, lügt doch nicht. Die Dame ist davon noch jung geblieben. Ich könnte nachfragen, auch wenn ich nicht weiß, ob Palligan aktuell sehr gut auf mich zu sprechen ist. Was haltet ihr davon? Wann soll das überhaupt stattfinden? Haben wir schon einen Termin festgemacht? Ich denke am Tage des Wagenrennens. Ja, da tritt keiner von uns in irgendwelchen Wettbewerben an. Was das angeht. Wenn ihr bis dahin noch. Ach ja, könnt. Ihr habt bei jedem Wettbewerb teilgenommen. Ja, gut. Darf ich den Streitwagen denken? Nein, aber du darfst mitfahren, wenn du lieb bist. Ihr wollt ein Kind auf ein. Ja, nein. Nein. Das stelle ich mir nicht. Ich könnte ja schon mal versuchen herauszufinden, wie viele fähige Söldner ich rausholen kann. Und wenn das genug sind, dann brauchen wir uns darum gar keine Sorgen mehr machen. Gut. Ein anderes Thema. Ich denke, um Tänzer, um Gesang und Musik ist gekümmert, da wir die Reiherkirche eingeladen haben. Doch, wie gesagt, wie sieht es mit dem Theater aus? Wollen wir den Plan umsetzen oder nicht? Aber natürlich, wir sollten am besten heute Abend noch diesen Marischal aufsuchen. Etia, das hatte ich eigentlich heute Morgen vor und ich hab's total vergessen. Wir sollten dort vorbeischauen, bevor wir zum Ball gehen. Kennt jemand von euch den Mann? Aber natürlich doch. Wir haben ihn tatsächlich aus einer sehr unangenehmen Situation geholfen. Sehr gut. Wie sieht das mit den Magiern aus für Illusionen? Ich hoffe, im Seelander fündig zu werden. Oder zumindest Informationen zu halten über arbeitssuchende Illusionisten. Je mehr Illusionisten wir finden, desto besser. Immerhin wird ihnen die Möglichkeit gegeben, vor Rang und Namen ihre Künste zu beweisen, zu zeigen, wie fähig man als Illusionist sein kann. Seid ihr jetzt nicht auch selber so ein Scharlatan? Wie meint ihr das? Ach, ihr seid doch nicht mehr... Ich bin nicht mehr in der Weißen Gilde, ich bin noch lange kein Scharlatan. Was ist denn der Unterschied? Ich denke nicht, dass sich seine Fähigkeiten schlagartig verändern durch seinen Rang. Richtig. Zudem, wenn ihr nicht mehr Ritter seid, weil ihr kein Rittergut mehr habt, seid ihr dann ein Söldner? Aber nein, seid ihr immer noch ein Ritter? Im Gegensatz zu Weißmagier hört man niemals auf, Ritter zu sein, ob man ihn gut hat oder nicht. Und wenn euch die Ritterschaft aberkannt wird? Ritterschaft kann meiner nicht aberkannt werden. Stellt euch doch einmal vor, ihr werdet kein Ritter mehr. Würdet ihr dann es vorziehen, als Söldner bezeichnet zu werden? Nun, ich meine, wenn ich kein Ritter mehr wäre, wäre ich einfach nur noch ein Typ mit einem Schwert. Seht ihr? Also seid ihr jetzt ein Typ mit einem Stab? Nein, ich bin immer noch ein Magier.
Ich gehöre zwar nicht mehr der Weißen Gilde an, ich hoffe aber bald in die Graue Gilde aufgenommen zu werden. Dürfte ich den doch Magier nennen? Ich meine, Magier ist ja ein Zunftstand. Ich meine, das ist ja so ähnlich wie Schneider und Schneiderzunft. Nein, das ist etwas völlig anderes. Ein Magier ist ein Magier. Ob er nur in einer Gilde ist oder nicht. Ich hätte gedacht, ihr seid jetzt ein Zauberer nur noch. Er darf allerdings nicht mehr seine Standesutensilien tragen, wie einen Stab oder eine Robe. Ja. Er dürft auch nicht mehr für Geld zaubern. Zudem das. Ihr kennt euch gut aus in der Gildenmagie anscheinend. Man hat uns ein paar Lehrstunden gegeben beim Bannstrahl. Abgesehen davon tratsche ich natürlich als Brühwarm weiter. Also, was das für ein Schock war für mich, das zu erfahren, Abelmir. Tja. Wisst ihr, wie man mich ausgelacht hat, als das rauskam? Greifenmund, selbst euer Wassmagier-Kumpan kann es nicht beisammenhalten. Ich fürchte, es ist mir relativ egal, ob man euch auslacht, weil euer Weißmagier nicht mehr in der Weißen Gilde ist, oder nicht? Ja, wir haben doch jetzt mittlerweile schon Ersatz. Man schickt uns zu Isarun rüber. Ja, zum Glück. Aber mir macht euch keine Sorgen. In Al-Anfa seid ihr immer willkommen. Ganz egal, was die Weißwagen ja hier tratschen oder nicht. Ach ja, so gut wie Isarun kämpft, wir haben es definitiv aufwärts gehandelt. Vor allem sehen wir dann weniger wie eine Bande halbgarer Halodris aus. Was soll das denn jetzt heißen? Genau. Der Grund, dass man uns mitten in der Nacht durchs Stadttor lässt, liegt nicht darin, Rafim, dass ihr alle so hübsch aussieht, du und Gyaris. Aber vielleicht an meiner Schönheit liegt. Nee, das liegt daran, dass manche Leute einfach Respekt erkennen. Und weil man ihnen sonst Respekt einprügeln würde. So wie in aller Herrschaften, sehr amüsant. Kommen wir nochmal auf die Schönheit zurück. Gewandung, passende Gewandung. Das ist durchaus etwas, um das man sich kümmern sollte. Also auch für heute Abend, für den Ball. Da können wir nicht irgendwelchen abgerissenen Sachen. Ja, das ist tatsächlich eine schwere Frage. Isarun? Nein, ich bekomme meine Sachen gestellt, aber ich kann mal rumfragen. Vielleicht ja, wäre es angebracht, in Gala-Uniform aufzutauchen oder in Gewaltengewändern? Was sagt ihr dazu? Das soll ich überlassen, glaube ich. Und ich denke, ich werde wohl einen neuen Wappenrock brauchen. Also ich denke, als Geweihter solltet ihr euch zu erkennen geben. Naja, ihr könnt euch ja eine Rose anstecken oder so. Achso, auch wie ihr eure Wappenröcke verliert, vielleicht solltet ihr euch mehr als einen besorgen. Ich glaube auch, aber Abelmir hat mir damals vermittelt, dass eine Kiste bei Prozens im Schrank schon reichlich genug sei, was deine Gastfreundschaft betrifft. Da ja, kann ich mir noch was sagen. Es war sehr beeindruckend zu sehen, wie ihr mit nacktem Hintern durch Wulak gerannt seid. Erinnere mich daran nicht. Fluchte Zauberei. Macht immer nur Ärger. Ach ja, was das angeht. Ich war kurz in der Akademie. Hier, Erlan. Ich überreiche ihm ein Bündel von Stoff. Darin finden sich Verbände. Mit Heilkräutern behandelt, also ganz unmagisch. Hab Dank. Ich habe tatsächlich immer schon losgeschickt. Nur mal einige Wissel. Blicke mal kurz zu immer. Wisselkraut? Wisseltränke, genau. Wisseltränke, sagt der Händler. Ja. Die schmecken wie... Oben unterm Fuß. Ja. Wie Schlauch. Korrekte Bezeichnung. Sehr anschaulich. Früher, als wir klein waren, haben wir immer Heidelbeeren gelutscht. Die waren viel leckerer. Naja, gut, was soll's. Dann war ihr am Klang ja gar nicht so unähnlich. Die Amboranwein, ihr an der Einbeere. Und das eine ist eine kleine, kräftige Beere und das andere macht einen buchstäblich abhängig. Ich glaube, das macht beides abhängig. Das glaube ich nicht. Ich meine, Ahmad hat damals becherweise Einbeerensaft gesoffen und der hatte auch nie Probleme. Jeden Tag? Ahmad war aber auch höchst drogensüchtig. Jeden Tag 3-4 Mal, ja. Jetzt wisst ihr warum. Jeden Tag 3-4 Mal. Naja, der hatte viel Stress. Mhm. Das sagen alle Süchtigen. Er war auch sehr, sehr angetan, dem Ilmenblatt und der Rauschgurke. Ich glaube, das lag nur daran, dass er Südländer war. Ich meine, ihr raucht doch auch dauernd irgendwelches Zeug. Ab und zu? Wenn man die Zeit auch hat. So. Was macht man denn sonst, um einen schönen Abend ausgehen zu lassen, wenn man nicht erstmal das Ilmenblatt raucht?